Hey meine lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft und heute wollte ich einmal euch meine Top 5 Minecraft Shader vorstellen. Ja, wenn ich weiß, was Shader sind, das sind Erweiterungen für die Grafik und so. Lass mich, ich bin kein Urologe, ne? Also, ne? Aber fangen wir jetzt an. Und auf dem fünften Platz ist der Shocapic Shader. Wer den nicht kennt, das ist so ein Shader, das ist einer der ältesten und ist deshalb auch eher was für Leute, die einen schlechteren PC haben, weil dieser halt wenig Leistung frisst, aber jedoch dann halt auch nicht so gut aussieht, ne? Was aber auch bemerkenswert ist, sind die Sonnenaufgänge und die Lichtstrahlen durch die Blätter. Mehr kann man zu den Shader eigentlich nicht sagen und deshalb machen wir weiter mit dem nächsten Shader. Auf dem 14. Platz ist der Cydos Vibrant Shader. Allen in allen ist der ein sehr guter Shader, jedoch sind die Schatten auch auf höchsten Einstellungen pixelig und sind nur schwarz. Jedoch ist die Wackelanimation der Blätter und der Gräser besser, da die mehr und unregelmäßiger wackeln als bei anderen Trailern. Ihr seht auch übrigens im Hintergrund auch mal ein paar Gameplay-Aufnahmen. Also ich stehe einfach nur rum und dann seht ihr halt so ein paar der Unterschiede. Und auf Platz 2 ist der Zeus Renewed Shader, also der Sonic Eva Ultra Shader oder so Renewed. Das ist halt auch einer der schönsten Shader, aber dafür frisst er auch viel Leistung, deshalb ist er halt auch nur auf dem dritten Platz, sonst hat er halt auch eine gute Grafik, aber ich finde halt, ich glaube, ich kriege damit halt nur 60 FPS drin und ich habe, glaube ich, eine 200 € Grafikkarte und ja. Aber den zweiten Platz, also den vorletzten Platz belegt der BSL Shader, ich hab's aber heute auch mit den Namen. Diesen habe ich erst vor kurzem entdeckt und deshalb finde ich ihn auch richtig geil. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich ihn vor kurzem erst entdeckt habe, aber die Schatten sind geil und die Reflexionen auch. Aber der hat halt auch kein Raytracing und deshalb ist er auch auf Platz 2, weil der nächste hat halt Raytracing. Aber er frisst halt weniger Leistung und sieht und hat halt fast das gleiche Ergebnis als der Soul Shader. Und deshalb ist er halt auch auf Platz 2. Ja, und auf dem ersten und letzten Platz ist der Continuum Shader. Übrigens, das sind hier alles nur kostenlose Shader, also kommt jetzt auch kein Zeus PTGI, also dieser eine Shader, der was kostet, außer wenn man den halt jetzt auf dem Schwarzmarkt holt, ne? Auf keinen Fall holen. Also der hat halt schon mal Raytracing und gutes Raytracing und das ist halt auch der einzige mit der in der Top-List, der Raytracing hat. Und die Einstellungen für den sind auch übertrieben, weil ich glaube, man kann da einstellen, wie weit die Schatten gehen und so. Ich kann ja mal zeigen, wie das geht. Und ja, die Schatten sind auch geil und ja, und das waren sie. Das waren, glaube ich, jetzt keine 2 Minuten, die ich hier von mich hingeredet habe. Das waren halt meine Top 5 Minecraft-Shader. Aber jetzt kommt noch ein bisschen Gameplay mit den Shadern, außer, glaube ich, halt den Continuum-Shader, weil der hat Raytracing. Und damit habe ich nur 20 FPS. Also, ich sag nur schon mal, ciao, lass ein bisschen Gameplay laufen. Bis bald.